Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spyro Ripton's Revenge. Und wir werden zurückgehen aus diesem Level. Aus dem letzten Level, das wir gerade gemacht haben. Oh. Okay. Wir gehen zurück in den Sommerwald. Gott, es wird noch ein bisschen dauern, bis ich mir die Namen merken kann. Und wir haben eine Statue bekommen. Oh Gott, keine Ahnung. So, wo war eigentlich das nächste Level, um das wir uns kümmern müssen? Dort oben war irgendein Level und hier war noch eine Brücke. Hier ist die Speicherfee. Ob wir die Speicherfee benutzen sollten? Wahrscheinlich schon. Ja, eine Runde speichern ist nie schlecht. Und hier ist überall, sind hier Edelsteine, auch in dem letzten Level, in dem wir waren. Spyro, möchtest du lernen, wie man unter Wasser... Oh, ja! Ich könnte es dir zeigen gegen eine kleine Gebühr. Oh, das hätten wir im letzten Level gebraucht. Okay. Wenn du ins Wasser springst, kannst du dich an der Oberfläche bewegen. Mit Stürmen tauchst du unter. Unter Wasser kannst du mit Sprung paddeln und mit Stürmen vorstürmen. Okay. Was? Oh, mit Stürmen können wir tauchen. Okay, wartet. Ah, mit A. Okay, mit A. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist diese Steuerung... Oh mein Gott, Leute. Okay, das hätten wir natürlich im letzten Level gut gebrauchen können. Das heißt, wir merken uns... Wir müssen immer zuerst mit diesem Guy reden. Diesem Geldtypen. Okay, war hier noch irgendwas... Oh, da ist noch so irgendein Teil. Hallo? So. Ja, was haben wir noch? Okay. Doch, hier ist auch noch... Nee, hier ist nichts mehr. Oh mein Gott. Ist ein bisschen schwierig, sich hier zu konzentrieren. Oh, wo sind wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Aber gehen wir hier erstmal rein. Okay, das war's anscheinend. Aber ich nehme an, es wird wahrscheinlich irgendwas Besonderes sein, hier hochzutauchen. Wahrscheinlich hat das schon seinen Sinn. Aber ja gut. Gucken wir mal, was es denn so hier gibt. Außer Loot. Hier müssen wir gar keine Drachen retten. Das verwirrt mich ein bisschen. Also im ersten Teil mussten wir ja nur Drachen retten. Ja, vielleicht. Loot. Und wieder dagegen. Ich weiß nicht, ob uns das nicht in eine schwierige Lage bringt. Du machst das gut, Spyro. Sammle weiter Talisman, um uns zu helfen, Ripto zu besiegen, bevor er Avala einnimmt. Okay. Und sammle auch weiter diese Kugeln. Der Professor glaubt, sie helfen dir, zurück in die Drachenwelt zu kommen. Das Problem haben wir also auch noch. Na toll. Okay, hier ist wieder dieser Typ. Oben auf dieser Wand habe ich was Glänzendes gesehen. Du könntest es dir sicher holen, aber dafür musst du klettern lernen. Okay, wir müssen zuerst klettern lernen. Das Problem hatten wir ja schon. Ich will immer nicht ins Wasser fallen. Das liegt halt an dem letzten Teil. Da durfte man nicht ins Wasser fallen. Da ist man dann ein bisschen geprägt davon, wenn man da instant gleich drauf geht. Okay. Mit diesem Typen müssen wir noch reden. Hallo? Deine Spielkamera ist gerade im passiven Modus. In diesem Modus musst du die Kamera manuell steuern. Wenn du magst, kann ich die Spielkamera in den aktiven Modus wechseln. Im aktiven Modus passt sich die Kamera deinen Bewegungen an. Oh, ja. Bitteschön. Okay, fertig. Wenn dir die Kamera so nicht gefällt, komm wieder zu mir oder ändere es selbst im Optionsmenü. Okay. Warte. Sollte sich die Kamera jetzt nicht drehen?
Okay. Oh, ja. So viel besser. Okay, ich meine, ich bin verleitet, die Kamera mal selber zu drehen. Gute Arbeit, Spyro. Die Kugeln, die du dabei hast, haben dieses besondere Portal aktiviert. Auf der Ozeanstrecke findest du keinen Talisman. Aber wenn du schnell bist, findest du viele Schätze. Viel Spaß! Okay. Dort will ich nicht hin. Eieieiei. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich bin massivst verwirrt. Aber ja gut. So, hier haben wir auch eine Tür. Die können wir aber nicht öffnen. Das ist natürlich nicht von Vorteil. Warum ist hier eine Tür, die wir nicht öffnen können? Ja. Na, das geht zu schnell. Keine Chance. Hier können wir natürlich runterspringen. Ich habe eh schon keine Ahnung mehr, wo wir sind. Also ist eh egal. Keine Ahnung mehr, wo wir sind. Es ist Deutsch. Ich habe keine Ahnung. Ach ja, schön dich zu sehen, Spyro. Ich wusste mal, wie man die Wand hinter mir absenkt. Aber es ist mir wohl entfallen. Wenn du mehr Geld hättest. Ja, ja, ja. Achso, wir haben nicht so viel Geld. Shit. Das heißt, wir müssen ein bisschen Geld sammeln. Okay. Geld, Geld, Geld. Hi, Spyro. Diese Talismantür öffnet sich erst, wenn du alle 6 Sommerwald-Talismane hast. Sobald die Tür offen ist, warten Riptor und Crush im Verlies. What? Sobald ich irgendwas mit Sommerwald gelöst habe, erledigt. Irgendwas. Naja. Wir werden es schon noch rausfinden. Ich weiß nicht, ob ich diesen Bumper benutzen sollte. Ja, eben. Das ist nicht so gut. Alter, wo sind wir denn jetzt? Achso, jetzt sind wir wieder zurück. Okay, zum Glück. Ich war schon komplett aufgeschmissen in meinem Leben. Ich bin maximal überfordert. Gehen wir einfach mal in irgendein Level hinein. Ich werde natürlich die Fluglevel wieder meiden. Boah, aber die Map ist so... Oh mein Gott. Was zur Hölle sind das denn für Viecher? Also beide. Wir zünden diese Flagge an. Die Handwerker haben schon immer Ärger gemacht, aber jetzt haben sie uns auch noch mit Kraftfeldern getrennt. Such Dioden, um die Kraftfelder auszuschalten. Ich glaube, hier ist irgendwo eine Diode, aber meine Augen sind leider nicht mehr so gut. Alter. Was glaubt ihr? Feuer oder Dash? Feuer, komm, es ist immer Feuer. So, hier haben wir eine Diode, Lämpchen. Ein Lämpchen. Okay, wie sieht die Map aus? Oh, nice. Das komische Vieh sieht ein bisschen komisch aus. Ah, okay, so geht das aus. Sehr gut. Besser als beim letzten Mal, kann ich euch sagen. Hallo? Okay. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht. Was ist mit der Ratte? Okay, die Ratte gibt Leben. Wir sammeln alles ein. Wir looten alles. Das komische Teil. Die Diode, Giode, Lämpchen. Also abgesehen davon, dass die Maps viel größer sind. Und mir das die Orientierung maximal erschwert, obwohl es eine Map gibt. Habe ich keinen Plan, was wir hier gerade machen. Und jetzt habe ich die automatische Kamera und benutze immer die Kamera per Hand. Na toll. Das ist natürlich nicht so von Vorteil. So, hier unten haben wir gestartet. Hier ist der komische Typ. Wir müssen noch irgendwie dort rüberkommen, auf jeden Fall. So. Okay.
Hier kommen wir aber, glaube ich, noch nicht hoch. Nee. Hier kommen wir nicht hoch, dann gehen wir mal da drüber. Vielleicht ist es hier besser. Jupp. Hier haben wir zumindest schon mal einen Speicherpunkt auch. Noch eine Diode. Dingenskirchenteil. So. Den haben wir ausgeschalten. Hier. Uno. Und Dos, Dres haben wir auch. Hier geht's weiter. Das komische Teil. Das komische. Hallo? What the fuck? Ich habe noch keine Ahnung, was das von uns will. Das sammeln wir auf jeden Fall mal alles ein. Die Ratte wird geröstet. Ich habe keine Ahnung. Was auch immer wir hier tun müssen und warum hier 18 steht, weiß ich auch noch nicht. Aber sammeln wir einfach mal ein paar Sachen. Aber das ist ja so ein feuerfestes Teil. Also wieder ein dashfestes, feuerfestes, alles festes Teil. So, hier hätten wir wahrscheinlich hochklettern können. Wartet. Also hier nehme ich jetzt mal an, dass wir da hochklettern hätten können oder sollen. Hier ist noch so ein Teil. Wo sind wir? Nur dahinter, okay. Oh, dort sehe ich schon Edelsteine. Hallo? Warum haben wir das Teil nicht genommen? Was genau will das von uns? 18. Ah, wir brauchen so Kugeln. Okay. Wo geht's nochmal hoch? Irgendwo dort hinten. Wir werden einfach mal weitergehen und gucken. So. Hier rein. What? Was ist passiert? Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl... Spucken. Was spucken? Wohin spucken? Aimen auf jeden Fall. Okay. Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Okay, wir essen noch so einen Ball. Wir zielen. Hey! Warum? Okay, das... Boah. Das verwirrt mich. Diese Handwerkerdiebe klauen ständig unsere Blitzsteine. Wenn du sie alle ersetzt und unseren Generator aktivierst, wäre ich dir sehr dankbar. Ach so. Okay. So, wo ist das komische lila Vieh? Das müssen wir einsammeln. Hier hinbringen. Ah, jetzt. Habe ich es gecheckt, wie es funktioniert? Hallo? Hier ist doch auch so eine Kugel. Oi. Gehört da immer nur eins rein? B, okay. Oh mein Gott. Müssen wir da jede Kugel wegbringen? Das ist ein bisschen viel Arbeit für so einen kleinen Drachen. Meine ich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die hin muss. Gibt es immer eine extra? Achso, nee, dort können wir auch eine hinbringen. So, gucken wir mal. Hallo? Hallo? Wo ist er? Wie läuft der denn komisch? So, essen und in den Generator spucken. Essen in den Generator. Hallo? What? Geh da bitte hinein. Dankeschön.
Sparrow sollte nicht alles essen, was er sieht. Ist vielleicht nicht so gesund. Hallo? Alter. Also ein bisschen unpräziser hätte man schon sein können. So, das haben wir erledigt. Irgendwo fehlt, glaube ich, noch eins. Hier fehlt noch eins. Haben wir jetzt alle erledigt? Gucken wir mal zu dem kleinen Typ hier. Hallo? Wenn du Blitzsteine ersetzt, lockst du die Diebe hervor und kannst sie fangen. Na. Der gibt die Teile wieder raus. Willst du mich ärgern? Hä? Was passiert hier gerade? Das heißt, wir müssen schnell sein, oder wie sieht's aus? Okay. Hä? Oh. Das tat ein bisschen weh. Ach, dem nachzulaufen, das wird doch eh wieder nix. So. Aber wie können wir denn das schaffen? Oh mein Gott. Eieieiei. So, einen noch. Wir müssen auf jeden Fall auf den Dieb jetzt warten. Oder auch nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie schnell die respawnen oder unter welchen Umständen die respawnen, aber dort ist der Typ schon wieder. Die Frage ist, wie können wir das machen, ohne dass der Typ respawnt? So, gucken wir uns mal an. Also hier ist auf jeden Fall eins. Nee, so nicht. Und hier ist auch eins. Und hier ist eins. In der Mitte. Wartet. Eins und zwei. Und dort ist auch eins eben. Eins ist auf der anderen Seite nur. Und drei sind hier. Okay. Aber wie locken wir den Dieb hervor? Hallo? Ich bin gespannt. Hä? Also wir gehen dorthin und gehen hier hoch und der Dieb ist wahrscheinlich zurück, oder? Oder nicht? I am still confused. Fünf von zehn? Also ich hoffe ja nicht, dass die Teile respawnen. Hallo? Ach komm. Ich hoffe ja nicht, dass die Teile wirklich respawnen. Das wäre ja jetzt nicht so sinnvoll. Ach komm, warum ärgerst du mich? Oh mein Gott. Das war jetzt schon richtig schlecht, wenn wir ehrlich sind. Jetzt ist das Teil wieder da. Ich verstehe das nicht. Könnte mir das jemand erklären? Wieso? Also unter welchen Umständen... Der Typ ist wieder da. Ich glaube, ich kann nicht mehr.
6 von 10, okay. Also kommt er einfach nur, weil ich die Teile einsetze und der Typ kommt wieder. Oh, das ist ein bisschen repetitiv. Muss ich schon ganz schön sagen. Also, da hätte man sich auch irgendwas Besseres einfallen lassen können. Wenn wir ehrlich sind, hätte man das tun können. So. Naja. Das heißt, die respawnen nicht, wenn ich die Kugeln nicht reingebe, wahrscheinlich. Naja, das. Das Rätsel ist ein bisschen. Naja. So. Geben wir noch eine Kugel rein und dann gehen wir wieder da drüber. Und dann machen wir den wieder platt. Wo ist er hin? Oh. Von 10, das heißt noch 2. Achso, wir sollten vielleicht irgendwo eine Kugel reinstecken. Vielleicht kommt der Typ ja wieder. So. Und dann gucken wir da drüben. Ist er denn wieder gekommen? Nee. Man muss schon alle Kugeln aufräumen, damit er wiederkommt. Okay. Ich dachte quasi, man muss genau das Gegenteil machen. Bevor er wiederkommt, alles aufräumen. So, ich glaube, eins fehlt noch. Hier hinten. Warte, wo gehört das hin? Lass mich nicht vergessen. Hier ist eins, zwei. Ah, hier. Kommt der denn von selber oder muss ich weggehen? Ich glaube, ich muss weggehen, ne? Oh, der Typ ist auch wieder da. Und 10 von 10. Und jetzt? Kommt die jetzt nicht mehr wieder oder schon? Ich bin gespannt. So. Ach komm. Danke, Spyro. Ich habe dieses glänzende Ding unter unseren Witzsteinen gefunden. Bitte nimm es als Belohnung. Okay, nice. Ein bisschen komisches Rätsel, aber doch irgendwie nice. Keine Ahnung, was wir jetzt noch hier tun können. Also gehen wir auch mal ein bisschen zurück. Wobei, achso, jetzt können wir ja weiter, glaube ich. Wenn ich richtig liege, können wir jetzt weiter. Hier brauchen wir 18 so Dinger. Wie viel haben wir? Wir haben immer noch 14. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich wirklich verwirrt, was wir als nächstes... Oh, hier können wir doch Lämpchen einfügen. Dann würde ich sagen, gehen wir hier in der nächsten Folge weiter. Also bis dahin, ciao!